Ein wunderschönes Hallo bei Far Cry 5. Ist ja auch schon wieder her, dass wir hier mal waren. Wer bist du denn überhaupt? Da fängt's schon an. Wo sind wir hier? Was wollen wir hier? Ja, ja. Da ist ein Transporter. Auf, Transporter. Oh ja. Oh, schnell. Und schon wieder Musik. Nee, Mann. Wahnsinn, gar nicht, wie viel Meldung ich bekommen habe deshalb. Aber du kommst gar nicht hinterher, oder? Nee. Ich bin schon im Anflug. Achso, ich bin nämlich schon mit dem Auto unterwegs. Ich glaube, vielleicht gibt es die Meldung, dass wir, ja. Du bist mal wieder zu langsam. Ey, Mann. Echt, ich hätte gerne noch Munition gekauft. Ja, ich komme zurück. Warte. Ja, komm mal bitte mit. Ah, da geht's schon wieder los. Was will man machen? Das hab ich etwas vergessen. Ah, willst du mitfahren? Ja! Oh. Ey, ich hab's doch gerade so geschafft. Bei mir nicht? Es hat ordentlich geknirscht. Oh, guck mal da! Ja! Hey, hey! Freund, ja! Oh. Naja, okay, fast. Na komm, bleib stehen. Okay, ich glaube, ich muss gucken, dass ich nicht übersteuere. Das hat sich gerade so angehört, zumindest. Oder mal Raketenwerfer, ne? Ja. Das geht ja noch. Was wollen wir überhaupt machen? Ich guck mal, Hasemut braucht ja wieder 15 Stunden, um da irgendeinen Blödsinn zu kaufen. Braucht man eigentlich ein Auto. Versteck. Da könnte man scheins holen, da weiß ich mal gucken, wo wir hinwollen, ganz genau. Ja, können wir mal gucken. Ja. Ich hoffe, ihr hört Phase auch ganz gut. Oh, ich glaube, das ist jetzt das erste Mal, dass das neue Audio-Setup hier ist. Könnte das sein? Das willkommen sein. Mit dem neuen Audio-Setup. Hallo. Ja, dann ist es, glaube ich, tatsächlich jetzt bei dem letzten Spiel auch angekommen. Und daher muss ich auch immer mal kurz schauen, dass das mit dem Sound klappt, dass hier das Spiel nicht zu laut ist, Phase nicht zu leise. Vor allem für den Inhalt kann ich leider nichts machen. Da sind die Filter noch nicht gut genug? Und dass ich auch nicht übersteuere und alles. Aber das scheint bis jetzt zu klappen. Muss man mal gucken. Ich habe hier ein Prepper versteckt. Das könnte man mal, um reinzukommen, machen. Oder wir starten hier mit Falls End. Oder. Ach nee, mit Mary May Fairgrave. Oder Pastor Jerome Jeffries. Oder Ray and Sons Aviation. Oder Lamp of God. Jetzt reden die schon wieder hier. also da haben wir Aufweise zu tun. Ich mache hier mal. Das da. Ah, das wäre fast gut gewesen. Ja, also, weiter. Du hast eine Markierung. Mach das Radio aus, bitte. Radio aus. Radio aus. Oh, danke. Wer ist da? Okay, ich hoffe, es ruckelt nicht zu sehr. Und ich hoffe... Ach, wir hatten beim letzten Mal ja schon das Problem, dass wenn du fährst, es zu ruckelig wird eigentlich. Hä? Ja, ja, dann steig aus. Ja, jetzt kommt er gerade. Der hat Ziel eingemacht. Ah, okay, jetzt habe ich hier tatsächlich die übersprungenen Frames. Ah, Mist, da muss ich mal gucken. Kriegst du den? Ich denke schon. Hier ist doch alles billig in dem Spiel. Billig. Billig. Billig, sagt er. Tod von oben! Tod von oben! Von unten wäre für ein Flugzeug auch merkwürdig irgendwie. Tod von unten. Oh. Mist, dann muss ich wohl mal schauen, dass wir das hinbekommen. Hoppala. Na? Weil beim Test aufnehmen hat es eigentlich hingehauen. Jetzt nicht mehr so richtig. Ach, da hinten müssen wir lang. Der herrlich, echt. Was? Eiern hier rum, bist vom Flugzeug verfolgt. Ich versuch den krampfhaft zu treffen und du eierst gegen jeden Baum und so. Ja, dann Einstellung, la. Dann schieß ihn doch mal ab. Wie wär's denn? Danke. Ist doch mal ein Tipp, oder nicht? Ja, super. So, da ist ein Bär. Ja. Ja, wenn du den so zerschießt, dann ist das kaputtes Fleisch. Oder kaputtes Fell. Das hat sogar funktioniert. Oh, nee, es hat geklappt. Okay, cool. Das sag ich doch. Interessant. Sag ich auch. Interagieren, hallo! Doch, nein, warte, falscher Platz. Hilf mir, ihr
Ja, ihr seid doch jetzt frei, ihr Vollpfosten. Was ist das hier schon wieder für eine Musik? Was soll das? Hä? Hufeisen im Arsch? Irgendwas ist im Arsch. Ja, der Hufeisen. Oh, hallo, wo kommt der denn her? Keine Ahnung, interessiert mich nicht. Wie kommen wir denn jetzt zu dem Prepper-Versteck? Na, nein, nicht querfeldein. Das ist nie eine gute Idee. Ich fahre ja auch nicht querfeldein, ich fahre über die Pflanzen hier. Achso, das stimmt. Du fährst Wiesenfeld ein oder Waldfeld ein. Ja, genau. Ja. Naja. Ich fahre das Feld klein. Ja. Oh, da war ein Baum. Komisch, wo kommt der denn noch bei mir? So, oh, da ist ein Stein. Oh, da ist ein... Ja. Hm. Da kommen wir nicht so richtig dran. Dann fahren wir von da oben. Du machst das da, was auch immer du da machst. Ich einfach nur vorsorglich. Okay. Das sind... Oh, warte. Das sind Zivilanten. Da musst du aufpassen. So. Ja, ich muss, glaube ich, echt mal gucken, weil es ein paar... Gott sei Dank. Ohne dich wäre ich jetzt tot. Ja. Gut. Ich glaube, so bist du jetzt auch nicht besser dran. Nee, ich glaube nicht. Genau. Was wollte ich jetzt? Ich wollte hier gucken. Hier ist ja eigentlich... Hä? Ja, das ist ja ein Mords, das Versteck. Ach nee, das ist nur der Hinweis zum Versteck, oder was? Und das kannst anscheinend nur du nehmen. Ja. Nimm das da mal. Gehen die Reifen nicht kaputt? Hä? Warte mal. Müll. Warte, ich lese vor. Ganz wichtige Prepper-Notiz. Ja. Dort ist nirgendwo zu finden. Ich bin mir sicher, es stört ihn nicht, wenn wir ein bisschen Kram im Hinterzimmer einlagern. Hm? Okay. Der Strom ist aktuell nicht richtig angeschlossen, also pass auf, wenn du ihn anschaltest. Mhm. Wow. Okay, wir kriegen Besuch. Ja, yeah, cool. Hey. Jetzt ist schon wieder die Musik da. Ja. Yeah. So, den haben wir. Muss man dir helfen oder geht das? Nö, ich mach grad gar nichts. Okay. Hier, stell dich mal hier hin. Stell dich mal hier hin. Da. Ach, du bist da hinten. Wer bist du denn? Ach, dann ist jemand anders mit unserem Auto gefahren? Seid ihr blöd? Ja. Hey, raus da. Wer gibt dir das Recht? Ja, das ist mein Auto, hallo? Jetzt steigt der ein. Geh da raus. Ist das grundsätzlich gelaufen, was? Ja. Nein. So, ja. Jetzt stell dich mal hin und achte auf den Reifen. Pass mal auf. Ta-da-da-da-da-da. Ey, toll. Ne? Was hast du denn jetzt gemacht? Instant Repair oder was? Ich hab halt einfach die Skills. Ich kann Reifen wechseln, während ich das auf Fahrzeug steuere. Das geht. Ein Schwachsinn. Ohne Witz. Und du gehst weg von unserem Auto. Fink da. Fink da? Ja. Ich wollte eigentlich Finger weg da sein. Ja, ja. Natürlich. Okay. Ja, dann können wir doch mal den Schatz suchen. Oh, das ruckelt aber ein bisschen stark. Irgendwie habe ich insgesamt das Problem, also bei verschiedenen Spielen. Das ist ein bisschen komisch. Also ich dachte, dass es davor tatsächlich eben nur bei ein oder zwei Spielen es ist, aber... Jetzt ist das schon sehr auffällig, weil ja Far Cry auch bisher gut funktioniert hat eigentlich. Hm. Muss ich mal gucken. Na. Hä? Was war das denn? Das ist zu viel. Ich verschwinde. Ich verschwinde. Ich verschwimme. Löst sich in Luft auf. Genau. Da müssen wir rein. Okay, ja gut, dann müssen wir mal gucken, wie wir da hinkommen. Über den Container, glaube ich. Ja, 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 Mr. Klug. Bitte. Ja, weiß ich. Achso, da muss man von da. Okay. Na komm. Jetzt ist hier schon wieder Dudelmusik. Das ist ein Profi. Ich wollte es mal ausprobieren. Können dann?
Das ist ja aber nicht das, was... Warum muss denn hier überall Dudelmusik sein? Das ist wie im Kaufhaus, kennt ihr doch. Okay, hier ist nichts. Wie kommen wir denn da hin, wo wir hin müssen? Sag doch mal. Wo ist denn hier? Da, wo ich lang springe. Wie so ein Äffchen hier. Ach, Moment, hier. Tricky. Tricky, trippy. So. Nee, aber irgendwie ruckelt's bei mir jetzt halt, wie gesagt, im Spiel auch relativ hart. Oh, oh, hä? Hallo. Wie sind die Profis? Ja. Special Forces hier, yeah. Wie geht das jetzt mit strikt? Ja, natürlich bleib ich da an Balken hängen. Schaffst du eh nicht. Schaff ich auch nicht. Wird er schaffen, Trommelwirbel für den waghalsigen, flugsigen Flieger. Oh. Ja, wir sind jetzt alle enttäuscht. Er hat's rüber geschafft. So, dann nochmal. Ja, das ruckelt schon heftiger als normal. Und irgendwie ist das merkwürdig, weil... Ich habe nur übersprungene Frames durch Codierungsverzögerung scheinbar, was auch immer das heißen soll. Da muss man mal gucken. Na, so, jetzt. Was hat das eigentlich jetzt gebracht? Weiß ich noch nicht. Ja, du bist übers Ziel hinausgeschossen. Da unten ist es. Hier. Ja, da wäre sonst nicht hingekommen, nein. Gelange ins Innere des Gebäudes und jetzt das Versteck finden. Hey. Kann man mal die Musik ausmachen hier? Einfach mitsingen. Ja. Ist hier irgendwo... Nein. Die berühmte Schussprobe, das ist wissenschaftlich geprüft. Ah, hier hinten. Hier ist es markiert. Da! Ach so, wie war das mit dem Strom anschalten und so? Ich wollte gerade sagen, extra wo wir hier im Wasser stehen die ganze Zeit, weißt du? Naja, das soll ja so. Ich schalte mal den Strom an. Ja, du Depp! Geht's gut? Nein, weil ich im Wasser stand. So, Mist. Ich dachte, weil du warst ja eben noch am Springen. Hätte ich doch gehört. Ach, ich kann ihn nicht mehr ausschalten. Ja, danke. Bitte, hilf doch gern. Sie sehen eine Schwarz-Weiß-Fotografie aus dem Jahre 277. Ja, ich kann jetzt nichts machen. Und du kannst mich auch nicht holen, oder was? Ich bin dabei. Das ist so ein Typ. Hey, mach mal an. Kannst du mich von da aus? Aha. Nur stehe ich jetzt halt. Kannst du mir helfen? Hey, spring hier irgendwo hoch. Ja, du standest im Weg. Du musst das schneller machen. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Und hoch. Ich hüpfe irgendwo hoch. Ja. Super, siehst du es immer hier. Ich weiß auch nicht, wie wir weiterkommen, aber ich bin schon mal hier. Okay, Cool, ne? Nö, ja, das lohnt sich. Ich glaube, wir müssen den Tank in die Luft jagen. Den da? Ja. Ich glaube, der geht nicht zum Hochjagen. Oh, hä? Voll. Ich hab das dabei. Oh, tatsächlich. Oh, ja. Na dann. Ja. So. Und sehr gut. Jetzt, aber das geht. Doch, das geht. Wow, man kann über die Ecke springen. Nein. Nein, ja. Schön. Weil ich glaube, so weit sollte es ja auch sein. Nein. Oh. Ja, aber wie dann weiter? Ich müsste das Fass hier drehen. Nein, das glaube ich nicht. Ach so. Da an den Zaun kann man auch nicht springen, oder? Das ist so ein Nicht-Sprungzaun. Weil eigentlich müsste man da ja hin. Kann man aufs Geländer oder springen. Weiß nicht, man kann mit Sprung hier, wo wir sind, hier von da, hier so rüber.
Ja, aua, aua. Ja, ich hab's ja gerade versucht, das hat nicht funktioniert. Gut, dass du auf Metall verstehst. Ne, das leitet nicht. Elektrisch leitendes Wasser, nee, das ist super. Nein, das leitet nicht. Das ist eh immer so ein Schwachsinn, diesen ganzen Film, weißt du, als ob dir stundenlang der Strom so übers Wasser fließt. Mhm. Selbst ein Kurzschluss und das hätte sich dann in Wohlgefallen aufgelöst. Das war stundenlang so, naja, egal. Na gut, du hättest doch auch nur einen Kurzschluss, wenn du eine Sicherung hättest, oder nicht? Ja, aber irgendwo immer, dass du, das zerreißt ja quasi die Energiequelle irgendwo. Ne? Du kannst ja nicht. Das hat ja keinen Widerstand. Ah, jetzt geht's. Okay. Ja, weil ich das fast weggemacht habe. Ja, ja. Weil ich so super bin. Hast du gut gemacht. Ja, ja, fast gut. Kaum zu fassen. Ja. Fast weg ist immer gut. Jetzt bin ich hier. Achso, ich muss einfach nur durchlaufen. Wunderbar. Wow, cool. Wie hast du das denn herausgefunden? Ja. Mülltaucher. Oh, ja. Meins. Gibt's sonst noch was? Das kann ich mitnehmen. Nee, ist voll, okay. Das ist bei mir auch alles voll. Ruckel, ruckel, ruckel. Was lesen. Flammenwerfer, ja, wow. Kann ich mitnehmen. Ja, dann gehen wir hier Strom wieder aus. Testet wieder seine Munition. Weiß ich nicht. Das soll wieder so zurückkippen oder was? Ich weiß es nicht. Das sieht so aus, ne? Ich weiß es nicht. Ach, darüber soll man zurücklaufen, guck. Ah, ja. Das heißt, das bleibt jetzt. Kannst du mal bitte, Nein. Doch, ganz gern. Warte. Komm ich. Gerade ging's doch. Na, jetzt. Jetzt. Hallo? Du hast noch ein bisschen Zeit, ne? Jetzt. Ja. Jetzt. Und hüpf, 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 hüpf. Ja, sehr gut. Und bleib im Eingang stehen, das ist immer sinnvoll. Ja. Dankeschön. Ja, das bleibt jetzt so. Das wird wohl immer Strom bleiben. Ja, ja, das so. Oh, was ist denn da los? Zur Abwechslung keine Musik, fällt mir gerade auf. Psst. Ja, Leos hat den Tank wieder geklaut. Nee, das ist noch da, wie schön. So, jetzt. Hier motzen wieder welche rum. Und hier ist immer noch Musik. Ich weiß, dass es eine Lampe ist. Nee. Hier wird noch rumgeschossen. Was ist denn hier verkehrt in diesem Land? Ich komm mal hinterher gefahren. Ja, komm mal hinterher gefahren. Was hattest du eigentlich hier vor, außer das bisschen Trepper-Versteck? Ist hier sonst noch irgendwas? Ich wollte mal reinkommen ins Spiel, in die Steuerung, damit du wieder weißt, wo das Fernglas so cool ist und alles. Ja, so stimmt. Ja, das ist jetzt auch so nicht bewusst. Oh, das bist du. Okay. Hä? Welchen Unschuldigen habe ich denn? Nee, belebt wieder. Ja, ich bin noch dabei, aber welchen Unschuldigen soll ich denn angeschossen haben? Danke, Partner. Bitteschön. Den du gerade wiederbelebt hast, würde ich sagen. Hä? Ja und? Tut schon weh! Und? Jetzt gibt's auch keine Meldung. Weh. Jetzt kann ich wiederbeleben, jetzt krieg ich Punkte. Entschuldigung, das ist böse. So kann man das machen. Das ist super. Hä? Ja, nee, möchte ich nicht nehmen. Ach, vermutlich wegen hier Zivis im Auto drin. Das kann sein. Die hast du nicht rausgeholt, oder? Nö. Du? Das war's. Ja, den hier jetzt schon. Allmächtiger Gott! Hilfe! Was hat denn der damit zu tun? Was hat er denn jetzt für ein Problem? Weiß ich nicht. Wo wollen wir überhaupt hin? Wo wir hin wollen? Wir wollten zu dem Prepper-Versteck, um dann mal wieder reinzukommen, um auch mal auszuprobieren, dass das hier alles cool, klappt und das funktioniert ja auch. Und wir haben gemerkt, dass irgendwie ich leider Frame-Drops habe und es ein bisschen hakelt. Da muss ich jetzt nochmal in die Feineinstellung zwischen den Folgen sozusagen. Und das braucht man halt dem Zuschauer nicht erzählen, weil das halt einfach unnötige Informationen sind. Weil wir wollen ja eigentlich halt ein immersives Erleben des Spiels über unser Spiel ermöglichen. Es gibt ja immer Leute, die können Spiele nicht spielen, wollen sie vielleicht nicht spielen oder haben halt auch Interesse zuzuschauen. Und wie gesagt, da ist es schöner, wenn man sich halt auf das Spiel konzentriert, anstatt irgendwelche technischen Details wie Aufnahme oder Drop Frames zu erwähnen. Ne? Verstehe ich nicht.
Warum? Ja, aber warum? Also manchmal bin ich echt bestraft. So. Ja, genau. Also, großes Ziel ist es ja nach wie vor. Sag mal. Jo! Jo! Du musst mir helfen. Toll. Ziel ist es ja immer noch irgendwie. Wer ist es denn jetzt? John oder Jacob? Irgendein. Peter Petersen, glaube ich. Ja, genau. Sein Land da ein bisschen zu dezimieren oder ihm halt neue Besitzvorschläge, Besitzverteilungen. Das ist ein lustiger Traktor. Guck mal. Ja, kennen wir doch. Mit der Walze vorne dran? Klar, ganz am Anfang haben wir damit mal durch ein Feld gemäht. Nee. Doch. Nee. Das. Ich kenne das nicht. Na dann. Macht das auch Autos kaputt? Hinter dir. Ja, wie denn hinter mir? Da ist er. Unnötig. Ja, siehst du, jetzt ist er schon weg. Jetzt kann ich das gar nicht mehr ausprobieren. Danke. Bei den nicht. Da hinten ist noch einer. Ja, dann machen wir das nochmal schnell. Aber er läuft eh weg. Traut sich nicht. Das war so ähnlich, aber ich glaube, wir hatten einen Mähdrescher tatsächlich im Ganzen und nicht so ein Vorwerk, oder? Ich glaube, du bist ein bisschen zu leise tatsächlich. Da muss ich das nochmal einstellen. Ja, nicht ganz so laut. Ja. Geil. Ja, kann sein. Nein. Wie auch immer, irgendwie müssen wir nochmal kurz dann zwischen Folgen in die Einstellung gehen, damit das ein bisschen besser hinhaut hier. Und dann uns mal ein Ziel überlegen, wo wir hinwollen. Was macht er denn da schon wieder? Ich dachte, das brennt noch nicht genug. Guten Tag. Ja. Wollen Sie Versicherung kaufen? Ja, Brandversicherung. Das wäre doch mal eine Werbung. Naja, wie auch immer. Wir schauen nochmal in die Einstellungen, gucken, was wir machen und sagen bis hierhin. Vielen Dank fürs Schauen. Euer Kaffaun.